Ja, ich darf euch Anja Reschke vorstellen vom Norddeutschen Rundfunk. Wir haben, ich glaube, fast 2 Stunden diskutiert mit Schülern, die jetzt gerade schon Abitur gemacht haben und sie wollten viel wissen über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und über die Arbeit des Journalisten. Und es war ganz toll, weil die wirklich viele tolle Fragen hatten und man merkt, dass sie sich auch immer wieder mit dem Thema Journalismus und was ist die Verantwortung der Medien und skandalisieren die Medien zu sehr, auch auseinandersetzen. Und das ist ganz spannend, eben einfach auch nochmal mit der nächsten Generation darüber zu sprechen. Also es kommt einem häufig so vor, dass es weniger breit gefächerte Inhalte von zum Beispiel Parteien darüber berichtet wird, als über jetzt aktuelle Skandale, zum Beispiel Wulff, über den wochenlang, monatelang diskutiert wurde und andere politische Inhalte in Deutschland teilweise ausgelassen wurden. Ich würde nicht sagen, dass sie ausgelassen werden. Ich finde, sie finden schon statt. Also so in der breiten Masse finden alle Themen statt, würde ich denken. Aber vollkommen richtig. Es gibt eine Meute, eine Pressemeute, und die stürzt sich auf ein Thema. Und wenn die in eine Richtung galoppiert, dann galoppieren alle in die Richtung. Ja, also zum einen merke ich, dass sie auch das öffentlich-rechtliche System hinterfragen, was gut ist, weil ich finde, man muss das immer wieder rechtfertigen, warum es das gibt. Und eben ganz stark auch die Frage nach der Verantwortung von Journalismus, welche Verantwortung Journalismus hat und ob wir der gerecht werden. Und das wollten sie in vielen verschiedenen Facetten wissen. Und das ist gut, weil daran merkt man, das sind weitere mündige, aufmerksame, kritische Bürger, die auch die Medien kritisch sehen, und genau das brauchen wir. Ich weiß, dass ein paar mit dem Gedanken spielen, in Journalismus zu gehen, und ich glaube, dass da doch nochmal an der einen oder anderen Stelle einige drüber nachdenken werden und sich vielleicht auch trauen, das zu machen, gerade übrigens als junge Frau. Zu sagen, ich wähle den Weg mal in den Journalismus. Das könnte ich mir vorstellen. Und bei den anderen glaube ich, dass die einfach mitnehmen, nochmal darüber nachzudenken, wie ist das Verhältnis zwischen Journalismus und Politik? Was kann Journalismus bewirken? Also ernst gemeinter, gut gemachter Journalismus. Und das ist, glaube ich, so das, was die Schüler heute mitnehmen. Also ich hoffe, Sie haben mitgenommen, dass, wenn man eben journalistisch arbeitet, sich auch sehr intensiv mit seinem Thema auseinandersetzt, dass man auch darum ringt, Richtiges zu berichten, dass es nicht so einfach ist, dass Fernsehen kompliziert sein kann und ja, manchmal auch teuer ist.